Trottel. Mann, ey. Hallo, liebe Freunde des Schnäppchenhaus-Sanierens. Heute mal wieder was anderes. Ich bin heute in meiner Werkstatt. Ich habe von irgendwo vom Sperrmüll oder aus einer Scheune irgendwo habe ich ein altes Fenster gefunden. Ich würde das gerne restaurieren und aufarbeiten und dann im Schnäppchenhaus im Flur unten einbauen, sozusagen als zweites Fenster zu dem, was da schon ist. Dann hätte man so eine Art Kastenfenster. Da kommt ja nochmal eine Wand vor da im Flur. Und dann hätte man so eine Art Kastenfenster und musste da kein neues einbauen. Das ist das Fenster. Ihr seht, es sieht doch schon ziemlich marode aus. Hier habe ich schon mal eine kleine Ecke angeschliffen, um zu sehen, was da drunter ist. Hier hat die Bauaufsicht schon mal mit Spucke geguckt, ob wirklich eine Glasscheibe drin ist. Hier ist mal die Innenseite. Wer weiß, wie lange das schon in der Scheune lag. Nach dem Dreck zu urteilen, doch schon einige Jahrzehnte. Das möchte ich aufarbeiten und dann, wie gesagt, im Schnäppchenhaus einbauen. Wenn euch das interessiert, ich weiß ja nicht, ob euch sowas interessiert, lasst mal einen Kommentar da, dann würde ich das auch mal im Video zeigen. Also, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Tja, ja nicht viel. Vom Holz her ist das ja noch gut in Ordnung. Ein paar kleine Stellen hier, die spachteln wir zu. Das Schöne ist, das ist mit Holznägeln verzapft, sodass man das notfalls auseinandernehmen könnte und neu verleimen könnte. Aber ich glaube, das ist nicht notwendig, das ist schön stabil. Also machen wir es erstmal sauber, dann schleifen wir es ein bisschen. Und gucken wir mal, nicht wahr? Ja, machen wir erstmal sauber, ne? Ich hätte wir mal. Ist auch wichtig. Sauber machen? Ja. Ich glaube, heute werden wir nicht so viel quatschen. Ne? Ich habe irgendwie. Wir haben immer noch. Wir sind immer noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Ja, auf der Höhe der Zeit sind wir schon. Es sind viele jetzt krank im Moment. Wir sind voll im Trend. Ach so, okay. Ja. Naja, also. Ihr könnt es euch ja angucken, das meiste ist ja selbsterklärend eigentlich. Ne? Ja, und wie man schleift, muss man ja nicht erklären. Das könnte ich euch sonst später erklären, wenn. Schleifen kannst du. Schleifen kann ich. Aber guck mal, das ist ein Schleifer, mit dem du noch nicht gearbeitet hast. Ja, das ist natürlich eine extreme Herausforderung, ne? Ja. Das wollen wir dazu sagen. Ja. Ja, also wenn wir nicht so viel erzählen, dann packen wir euch ein bisschen schöne Musik rein. Ja. Könnt ihr mal entspannen. So, jetzt haben wir das alles schön verschliffen. Jetzt müssen wir das noch verspachteln, die ölen alten Löcher hier. Dann schleifen wir es nochmal fein runter und dann ölen wir es. Mehr machen wir damit gar nicht. Heute machen wir das Fenster. So, als allererstes müssen wir mal die alten Scheiben rausnehmen. Eine habe ich schon mal rausgenommen, die war kaputt. Jetzt nehmen wir noch die anderen raus, dann können wir das alles schön sauber schleifen und neu verkitten. Ich habe auch schon mal ein Stück Glas hier, also altes Glas noch. Das können wir da wieder einbauen. Ja, also erstmal die alten Scheiben raus, den alten Kit rausgepult, die alten Nägel rausgezogen. Gott sei Dank hat sich der Kit hat er sich ja schon relativ weit aufgelöst selbst. War ja kaum noch was drin. War schon sehr porös, ne? So, dass das ganz gut ging, ja. So, dann schleifen wir mal. Wieder mal schleifen. Ja. Ich mache jetzt mal Musik mit an. Mit dem Schleifer hast du noch nicht gearbeitet. Ne, die sind alle bei dir in der Werkstatt. Wie soll ich damit arbeiten, ja, wenn die nicht bei mir sind? Aber es sieht schön aus, muss ich sagen. Es ist also schön geworden. Definitiv. So, wir machen euch jetzt ein bisschen Musik an, dann könnt ihr schleifen gucken. Mein Thema für die Heimwerker unter uns, dieser Exzenterschleifer, den ich da eben hatte, ist quasi wie der Mirka. Mirka ist ja das Nonplusultra bei Exzenterschleifern. Aber der ist von der Bauart her ähnlich wie der Mirka und auch sonst sehr gut und kostet nur die Hälfte, nur mal als Information. Können wir den mal unten verlinken? Können wir unten verlinken. Okay, den verlinken wir mal unten. So, jetzt habe ich hier wieder Kontrolle. Bauaufsicht. Siehst du, die guckt auch gerne zu beim Schleifen. Ja. Da sieht man dann auch. Aber diesmal macht sie ja keine Kommentare. Nee. Hat sie nichts gesagt? Nee, aber sie fest jetzt, guck gleich fest jetzt. Kontrolliert. Okay. Nichts gesagt, das ist auch selten. Naja, vielleicht hatte sie keine guten Tipps dafür.
Ja, das hindert sich ja nicht, irgendwas zu sagen. Das stimmt allerdings. So, siehst du, mein Multitool. Mein neues. Das Gute von Makita. Von Makita. Ja. Und ich habe das andere, was dir aus der Hand gerutscht ist. Ja, naja, geht ja noch. So, heute werden wir mal das kleine Fenster im Flur weitermachen, dass das mal langsam fertig wird. Ich habe das ja jetzt alles geschliffen und den alten Kit rausgemacht. Kit-Phasen mit Leinölfirnis gestrichen. Zwei Scheiben waren ja kaputt. Die werde ich jetzt aus Glas nochmal, also aus altem Glas nochmal neu zuschneiden. Ich habe da noch altes Glas gefunden bei mir. Habe ich irgendwann mal beiseite gestellt. Haben ist besser als brauchen. Und jetzt gucken wir mal, dass ich das einigermaßen ordentlich zugeschnitten kriege. Schauen wir mal, ob es klappt. Aber ich habe genug altes Glas. Dann kann ich ein paar Versuche machen. Ja, falls ihr mal Fenster verglast oder wenn ihr alte Fenster verglasen wollt, müsst ihr dann natürlich auch altes Glas haben. Das war ja nicht, das war nicht maschinell gemacht. Das war so, ist ja immer ein bisschen Einschlüsse drin und so. Das ist ja der Charme des alten Glases. Und da habe ich irgendwann mal einiges aufgehoben. Ja, wie heißt es so schön? Heb auf hat was. Besser haben als brauchen. Ja, besser haben als brauchen, ja. So, also dann schneide ich das da jetzt mal alles zu. Was du alles kannst, Papa. Ja. Das ist unfassbar. Das ist übrigens ein sehr schöner, professioneller Glasschneider. Ich habe noch so einen anderen, aber der ist nicht so gut. Und los. Oh. Die sind aber nicht so schön wie im Supermarkt, aber. Die sind aber kurz. Ja. Oh, das sieht aber schön aus. Ja, ja. Da ist eine kleine Delle drin. Das ist. Wo ist eine kleine Delle drin? Naja, hier, wahrscheinlich. Ja, macht doch nichts, das kommt doch, kommt doch Kit drüber. Weiß ich. So, Freunde, weiter geht's. Nachdem ich ja nun die Glasscheiben geschnitten habe hier, muss ich die mal noch ein bisschen sauber machen hier, die eine alte, die wir noch drin haben. Und dann müssen wir es verkitten. Mal gespannt, ob ich das hinkriege. Das war schon mal irgendwann gemacht in grauer Vorzeit. Aber ich weiß nicht, ob das so schön war, was ich da gemacht habe. Ja, ich probiere es einfach. Ist ja nicht für mich. Ist ja für die Lieblingstochter. So, ich nehme so ein Leinöl-Glaser-Kit. Habe ich extra neu gekauft, weil ich hatte zwar noch welchen, aber der war natürlich hart. Der ging nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht mit unserer Glasscheibe, nicht wahr? Ja, wie hier ist das der Falz, da wo die Glasscheibe drin liegt, da kommt der Kit rein erstmal. Ja. Mhm. Dass der mit Leinöl mal vorgestrichen ist, weil sonst, gerade bei so altem Holz, das ist ja dann so trocken. Und dann zieht das Holz das Öl aus dem Kit raus und dann trocknet es zu schnell und dann löst er sich. Spuröde. Ja, dann löst er sich gleich wieder ab, dann hält er nicht. Spuröde. Spuröde. Vor allen Dingen wird er spuröde, ja. Ja, ja. Das ist dann die fiese Mischung aus spröde und porös. Ach so, okay. So, beim Nageln natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, sonst ist die Scheibe kaputt. Dann ist die Scheibe kaputt. Oh, Scheiße. Ich bin ein Trottel. Mann, ey. Weil es so schön war, gleich nochmal in Zeitlupe. Ja, ja, also erst festmachen die Scheiben, dann das Fenster umdrehen. Genau. Ganz simpler Trick. Ja. Ja, irgendwie war ich da. Du warst so fokussiert auf die erste. Ja, ich wollte dann den überstehenden Kit wegmachen. Ne? Ja, und dann hat es halt rumgemacht. Aber wir sehen ja gerne mal, wenn dir was kaputt geht, außer Hand fällt und so weiter. Ja. Naja, jedenfalls musste ich ja dann eine neue Scheibe schneiden. Ja. Aber zum Glück hatte ich ja noch Glas. Normalerweise legt man ja Filz unter, aber ich habe ja nur so einen schmalen Streifen Filz. Zack, gebrochen. Wie einfach das geht, ey. Probier's mal. Ja, ich glaube, das geht nicht so einfach, glaube ich. Ne? Ich mache wahrscheinlich erstmal 5 Scheiben kaputt, bevor hier irgendwas passiert.
Also Kit einlegen, Scheibe einlegen, immer aufpassen, dass man sich nicht die Pfoten aufschneidet. Mhm. Ja, nicht zu doll drücken, sonst drückt man die Scheibe durch. Ist mir auch schon passiert. Jetzt nicht hier bei dem Fenster, aber früher mal. Ja. Scheibe reingedrückt, Glas zu dünn, klatsch. Ja, und schon hast du Finger aufgeschnitten. Finger aufgeschnitten, genau. So, gucke. Oh, guck mal hier, schön Matschen. Ja, man muss den erst schön durchkneten. Ja, man nimmt den aus der Verpackung. Das ist ja, ich habe hier Handschuhe angezogen. Man kann das natürlich auch mit der blanken Hand machen. Dann klebt das alles schön an der Hand dran. Ach, deshalb hast du Handschuhe angezogen? Ich habe mich schon gewundert. Seit wann nimmst du denn Schutzausrüstung? Das ist kein Schutz. Das ist nur, damit die Hände einigermaßen sauber bleiben. Okay. Also, als Schutzausrüstung kann man es nicht nennen. Okay. So, zack, 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 zack. Okay. Kittmesser. Gibt 2 verschiedene Sorten Kittmesser. Ich nehme immer das hier. Dann gibt es noch ein eckiges. Manche nehmen lieber das eckige. Ich habe das mit dem mal gelernt irgendwann. Und dann bleibst du auch dabei, ne? Dann bleibe ich auch dabei, ja. Ja, bewährtes Team. Ja, ich habe mal, weiß ich nicht, als ich während meiner Zeit lang auf dem Bau gearbeitet, ein paar Fenster verkittet. Als Jugendlicher? Als Jugendlicher, ja. Naja, ich habe, das ist noch ein altes DDR-Messer, was ich da habe. Das gibt's nicht bei Amazon. Nee, kann ich nicht verlinken. So, ihr Lieben, nachdem das kleine Fenster im Schnäppchenhaus ja nun fertig ist, will ich jetzt noch so einen kleinen Rahmen da ringsrum machen, damit das ordentlich aussieht in dem Trockenbau. Das ist ja noch nicht schön. Dazu habe ich mir noch mal so ein Stück alte Diele genommen, so ein Reststück. Das habe ich schon mal so ein bisschen abgeschliffen und auch schon auf Breite geschnitten. Jetzt werde ich es noch abrichten, dann fräsen und dann können wir es einbauen. Legen wir nachher so rum, wird das da so drauf gesetzt. Da muss noch eine kleine Nut. Eine Nut eingefräst werden, weil das Fenster sitzt ja ein Stückchen tiefer als die Wand. Ja, das ist jetzt bloß abgeschliffen hier mit dem Bandschleifer. Der nimmt ja ordentlich was weg. Jetzt werde ich es nochmal über die Abrichte schieben. Nachdem bei dem Waschtisch meine alte Abrichte, ja Abrichtdickenhobel, da an seine Grenzen gekommen ist, habe ich mir einen vernünftigen gekriegt. Ich hoffe, der ist besser. So ist er größer, schwerer und hobelt besser. Ja, hast du super Ausrede gehabt, dir eine große, fette Maschine zu kaufen, ne? Ich habe ja schon lange mit dem Ding geliebäugelt, ja. Aber das war mir bisher immer zu teuer. Na Gott sei Dank ist der Waschtisch da durch den alten nicht richtig durchgegangen. Genau, ja. Ne? So, und das musste ich natürlich, falls ich mal wieder einen Waschtisch baue. Gleich das Profi-Equipment kaufen. Musste ich, naja, Profi, aber das ist zumindest ein bisschen semi-professionell. Okay. Das andere Ding war doch ein bisschen eher Spielzeug. Ja, das ist wesentlich schwerer da. Ja, und größer. Ja. So, zack, zack, zack. Und zack. Lauter. Nee, lauter ist nicht. Lauter nicht? Nee. So, jetzt wird noch eine schöne Nut reingefräst. Ich arbeite mit diesen Schiebedingern da. Weiß auch nicht warum, normalerweise. Aber sicher ist sicher. Ja, das hast du fürs Video gemacht wahrscheinlich. Ja, ja, damit ja. Du nicht wieder Ärger kriegst, dass genau. Du keine Schutzausrüstung hast. Ja. Zack, jetzt noch eine schöne Form angefräst. Ach, deine Fräsen finde ich so genial, Papa. Ja, ja. Es gibt nichts Geileres als deine Fräsen. Und schön wegsaugen. Ein bisschen sauber machen. Klack, 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 klack. Ich kann es ja nicht haben, wenn es überall dreckig ist. Ja. Ja. Wir wissen das. Ja. So, siehst du wohl. Ja. Und da jetzt noch schön alles wieder abbauen und zack, weg mit dem Ding. Weg ist er. Guten Morgen, Herr Schneider. Ausgeschlafen oder was? Wofür hört? Weil sonst Skat spielen. Ach Gottchen. Ja. Dann machen wir gleich die Kamera weg. Nee, erstmal halten wir nochmal richtig drauf. Ja, ja. Sorry, der letzte Obstlauer gewesen. Der war schlecht, ja. War schlecht. Schon vergehrt. Was hast du denn da Schönes? Ein Fenster. Ein Fenster. Ein Fenster. Schön. Ja, bitte. Squeak, squeak. Ah, ja. Gut, dann schalten wir hier mal weg. Das ist ja alles nicht. Wenn ich zum Arbeiten, geht das an. Hör nur das mal ab. Geh mal los. Ach, nur guck, wie lieb sie dich anguckt. Ja, die Ohren zurück. Ich will mal was arbeiten. Wenn du das nicht gut findest. Ich finde das total scheiße. So, geh mal weg. So, haben wir das Fenster mal neu gemacht hier. Einigermaßen. Schick sieht das aus. Naja.
Müssen wir erstmal sauber machen, wa? Nee, jetzt kannst du noch nicht sauber machen. Dann muss erstmal alles schön trocknen. Ach so, das ist noch nicht. Der Kit ist noch nicht raus. Das dauert ein paar Wochen. Ein paar Wochen? Ja, man soll so 4 Wochen. Okay. So, jetzt hängen wir das da ein und hoffen, dass es passt. Na komm her. Das ist doch schon bald passt. Hat sich verzogen, als du es rausgenommen hast. Ja, irgendwie will es nicht. Ich bin tatterig heute. Ach. Deshalb. Ups. Hast du gewonnen beim Skat? In Erfahrung. Das ist auch was. Das ist eigentlich nicht verloren. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. So ist es. Ups. Na bitte, geht doch. So. Ui, das sieht aber schick aus. Wow. So, jetzt kommen ja noch da alle Deckleisten drauf. Mhm. Weißt du? Okay. Ja. Okay. Ja. Schick, schick. Das wird noch einiges an Puzzlei. Alles anpassen. Der Anpassator. Ja. Mal wieder. Willst du das nicht streichen hier? Ach, siehst, ach, ich wusste, ich habe was vergessen. Naja, ich muss ja eh noch warten, bis du fertig gespachtelt hast. Du siehst aus, als würdest du gleich einschlafen. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Oh. Das würde ich gleich einschlafen. Hättest du mal den letzten Obstler noch weggelassen? Dann bist du ja auch nicht fit heute fürs Feuerwehrfest, wa? Dann ist schuld. Bernd ist schuld. Ja, dieser Lust, den trinken wir noch. Ist immer gut, wenn man die Schuld auf jemand anders schieben kann. Ja, nee, das ist jetzt nicht, das ist ganz objektiv gesehen. Ach so, okay. Naja, dann lassen wir dich mal hier in Denkerpose rumstehen. Ich gehe mal was Sinnvolles machen. Jetzt gehe ich was Sinnvolles machen und wieso machst du jetzt? Das passt jetzt nicht. Passt nicht. Das lassen wir aber so drin. Du hast das hin und her geschoben. Ja. Ja, eigentlich war da ich, wie ich Steine staple, damit ich auch mal vorkomme in diesem Video. Ach so. Das hast du ja jetzt so geschnitten. Diesmal? Ne, ich habe jetzt hier, ich habe die Leisten angehalten und angepasst und die Winkel da abgenommen. An der komischen Treppe da. Ja. Ja, das musste ja alles genau passen. Ja. So. Und deshalb schneidest du das jetzt? Und dann bin ich wieder in meine Werkstatt gefahren und habe mit der Schmiege habe ich den Winkel abgenommen, jetzt passe ich den da an und dann zack, stelle ich fest, dass der Schiebeschlitten hinten gegen die Leiste, gegen das Ding stößt. Ja, so. Scheiße. Gibt es viele Möglichkeiten, ich hätte das hinten weiter rausschieben können, da bin ich aber, glaube ich, an dem Tag nicht gekommen. Nee, du hast das vorne weiter. Also habe ich vorne den Anschlag verändert. Ich hätte das bloß weiter rausziehen wollen, schon wäre gut gewesen. Tja. Profi-Equipment. Tja. So, jetzt hier noch schön mit der Kreissäge. Das ist keine Kreissäge. Das ist eine Zug-Kapp- und Gehrungssäge. Zug-Kapp- und Gehrungssäge. Das kann sich auch keiner merken. Siehst du mal jetzt, das sollte jetzt eigentlich kommen. Das und wie ich Steine stapel. Und was ist da jetzt? Ach so, da streichst du da irgendwas. Ich habe da gesagt, ich mache was Sinnvolles, offensichtlich. Ach so. Ja. Das war ja noch für die Treppe. Kannst du das ja nochmal zurücktauschen. Nö, das ist ja jetzt viel schöner, wenn die Leute auch mal sehen, dass du mal was vertauscht hast und so. Ich habe das, genau. Das hast du vertauscht jetzt gerade. Du hast da hin. Das war vorher noch sinnloser. Noch sinnloser. Deswegen habe ich es einfach nur umgetauscht. Ja, ja, genau. So. Ja, dann wollten wir mal unterm Unterstand ein bisschen aufräumen, ne? Waren ja ein paar Sachen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die Dielen und so, die können. Die Dielen, die übrig sind, ja. Die ich teuer gekauft habe, nachgekauft habe und dann doch nicht gebraucht habe. Ja, siehst, die kommen jetzt hoch. Ja. Da ins Dachgeschoss, auf den Heuboden sozusagen. Ja. Und ich bin schön am Steine stapeln. Oh, der Heuboden ist abgeschlossen, also die werden nicht geklaut. Und es sind 2 Kampfhunde. Auf dem Gehölz. Hier quasi ein Stein so, ja. Hm? Dann legst du alle so. Ja. Machst du auch wieder so einen Stein so. Die nächste legst du so. Und, was habe ich gesagt, die erste Reihe so und dann die nächsten Reihen so. Okay. Ja. Mhm. Naja, ich kriege das. Muss immer versuchen,
dass du so möglichst wenig von, also nicht eine komplett durchgehende Kante so hast. Mhm. Ja. Ach, so ein bisschen wie bei den Rigipsplatten, dass das immer ein bisschen versetzt ist. Ja, das muss immer ein bisschen versetzt sein. Also wir haben jetzt hier, haben wir jetzt schon zwei, wenn jetzt die nächste ist, die dritte Reihe. Das heißt, du musst jetzt hier irgendwie einen Stein so legen, dass du da dass du nicht immer Kante zu ist. Kanten durchgehend hast. Und okay. Dann kippen sie auch nochmal. Gut. Ja. Na, dann probiere ich das mal. Ja, zum Glück. Ja. Na, ich habe mir dann was zusammengefrickelt. Ich wollte die eigentlich, wie nennt man das? Habe ich vergessen. So legen, dass sie nicht umfallen. Ja, Verbund. Im Verbund verlegen, ja. Ich habe das auch gegoogelt. Ja. Aber da kriegst du natürlich nicht die richtigen Antworten bei Google. Da wird dir gezeigt, wie du das verlegst auf dem Boden. Ja, hättest du auch gleich machen können. Ja, wenn du schon mal dabei warst. Ja, scheiße, ey. Muss man wieder alles zweimal anfassen. Ja, es ist wieder. Es ist, ja. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal ein bisschen mitdenken. Ja. Nee, wie war das? Einmal nicht mit Idioten arbeiten. Ja. Das war doch das Neue jetzt. Einmal nicht mit. Naja, da habe ich den ganzen riesen Steinstapel da weggemacht und war dann auch fix und fertig. Ich habe meine Leisten angebaut. Ja. Die haben sogar gepasst. Nicht vermessen. Nicht vermessen. In dem Fall nicht vermessen. Na, du wirst einfach langsam ein Profi an Passat. Aha. Ja, es liegt jetzt schon im Blut so. Ach so, okay. Ne? So, ja. Dann haben wir die angeklebt und vernagelt. Klack, 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 klack. Guckt, wie schön das aussieht. Die tut aus, ja. Außer, dass die Treppe da eingeschnitten ist, sieht man es nochmal fertig. Ja. Geölt. Zack, jetzt nochmal eine Detailaufnahme, damit man meine schönen Fräsungen auch mal sieht. Ja, das hast du so schön gemacht. Ne? Ja, ja. Einmal Daumen hoch für Papa. Ja, ja. So. So, du stapelst Steine. Oder Daumen hoch für mich, für die Sklavenarbeit, die ich gemacht habe. Jetzt was ordentliches gelernt, jetzt auch. Ich habe ja auch nichts gelernt. Eben drum. Also musst du Steine stapeln. Naja. Das ist einfach so in dieser Welt. Ja, das ist einfach unfair, ne? Wieso ist das unfair? Naja, ich könnte ja auch so einfach. Einfach. Für nichts machen, auch mal ein Geld kriegen. Oder von wem? Weiß ich nicht. Eben. Du musst in die Politik gehen, dann kriegst du für nichts machen dein Geld. Dann habe ich es auch warm. Ja, dann hast du warm. Jetzt, okay, Schluss. So, und du versuchst ja jetzt nochmal. Ich versuche da nicht, ich mache. Ja. Ja, also richtig zu ist es ja immer noch nicht, ja? Klar, es ist zu. Naja, es zieht nicht mehr durch, aber es ist noch keine Rigipsplatte dran. Ja, das ist was anderes, aber zu ist es. Naja, richtig zu ist es nicht. Wie richtig zu? Naja, du hast ja jetzt Dämmung reingeklatscht, damit es nicht mehr da durchzieht. Das ist auch schön. Ich glaube, das ist alles verklebt. Hast du auch immer, aber es ist noch keine Rigipsplatte dran. Man sieht das also jetzt noch. Ja, natürlich. Aber zu ist es. Ja, du musst schon dich ein bisschen präziser aufmachen. Nee, also wenn wir es präzise machen wollen, jetzt komme ich ja doch langsam in Fahrt, ja, dann ist es jetzt winddicht. Zu ist es davon noch lange nicht. Na klar, es ist zu. Also, du kannst doch nicht sagen, es ist offen. Ist es offen? Nein, es ist nicht offen. Es ist zu. Es ist noch nicht verkleidet. Da gebe ich dir recht. Okay. Oh Gott, der Klugscheißer, ey. Du kannst auch so krank sein, wie du willst, ja. Aber Klugscheißen geht immer, oder? Was heißt denn Klugscheißen? Du musst das schon präzise sagen. Ich habe das gucke, alles ringsum zugeklebt. Schön. Es ist dicht und guck mal, zu. Ich bin voll schnell. Oh, ja. Der Hammer, ne? In Wirklichkeit hat es 4 Tage gedauert, ja. Das stimmt gar nicht, den ganzen Tag hat das gedauert. Einen ganzen Tag. Einen ganzen Tag, mehr. Ja, aber ich war auch am nächsten Tag, also danach war ich 3 Tage fix und fertig. Weil du ein paar Steine gestöppelt hast. Ein paar? Naja, so viel war es ja auch nicht. Nee, das war ein Riesenhaufen. Riesenhaufen. Stell dir mal vor, es gibt Leute, die arbeiten den ganzen Tag und verlegen die. Naja, die haben auch Muckis. Ja. Meistens. Na, sollten sie. Ja. Außerdem habe ich ja hier auch mitgemacht, wie man sieht. Ach ne, ja, am Schluss, weil ihr sehen das, dass ich kurz vorm Kollaps bin. Haben wir noch Rigips hier? Bestimmt irgendwo. Du siehst ja auch fit aus heute Morgen. Ich bin fit, wie ein Turnschuh. Nach 2 Tagen schlechten Obstler trinken. Gestern habe ich den Obstler getrunken. Naja, Kräuter, aber der war auch schlecht, oder? Nee, der war nicht so. Wie viel habe ich denn getrunken? Ich habe nicht viel getrunken. 2. Oder 3. Ich bin ja kein Trinker. Ich habe hier noch einen schlechten Ruf. Ja, mir ist gestern schon empfohlen worden, was? Dass ich sagen soll, ich muss Skat spielen. Von wem ist dir das empfohlen? Von Markus. Ach so. Auf Facebook. Okay. Weißt du was, wenn ich hier noch einen Viertelstab habe, kann ich dir gleich mal. Dreiviertelstab, wann lernst du endlich die richtigen Fachbegriffe? Weißt du was? Du kannst mir mal Kaffee machen. Ich weiß ja nicht, was du meinst, wenn du immer diese komischen Wörter sagst. Mach doch mal. Eigenkreation. Ja.
Müssen wir mal so ein Wörterbuch machen. Schön sieht das aus da. Ja, ja, feiere dich. Ja, muss ich auch bei den Schmerzen, die ich habe. Ja, hast du schön gemacht. Hast du schön gemacht, hast du schön gemacht, hast du schön gemacht, hast du schön gemacht. Finde ich gut, dass du das mehrfach hintereinander sagst, ja. Dann brauche ich das nicht so brauchst zu schneiden. Brauchst du das nicht schneiden, deswegen habe ich jetzt mit dir ein bisschen Arbeit. Vielleicht könnte ich auch 30 Minuten daraus machen. Hast du schön gemacht, hast du schön gemacht. So, ich mache dir jetzt einen Kaffee. Eine Endlosschleife. Ja. 30 Minuten. Mach einen Kaffee jetzt. Jetzt hast du mich aber in dem Video jetzt hier so ein bisschen als Trinker hingestellt. Nee, wieso? Du stellst dich selbst als Trinker hin. Ja. Du hast ein ganzes Wochenende lang durchgesoffen. Ja, durchgesoffen. Das. Und dann behauptet das er, dass er Corona Mal vor 50 hat. Jahren gemacht, ja, ja. Und dann behauptet er, dass er Corona hat. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Das ist, ich trinke nämlich normalerweise gar keinen Alkohol. Ja. Ja? Das muss man mal tut er wirklich sagen. Nicht, außer beim Skat. Und seitdem ich Skat hier wieder spiele, trinke ich auch mal einen Obstler und manchmal auch einen Obstler zu viel. Ja. Aber da ich ja nur einmal im Monat Skat spiele, geht das ja. Ja, das war nur ein hartes Wochenende, weil du hattest erst Skat und dann war am nächsten Tag so ein Feuerwehrfest. Ach so, ja, da musste ich auch. Naja, du musst halt auch ein bisschen dich integrieren ins Dorfleben. Genau. So, ne? Guck mal, ist zu. Oder? Ist zu. Hast recht. Ja, ich musste ja da irgendwie mir eine Konstruktion ausdenken. Ja. Und dann muss ja auch noch der Balken darüber. Das muss ja alles noch gebaut werden. Da muss man du machst dir ja da keine Gedanken drauf. Doch. Boah. Na, ich hab doch gesagt, leg den Balken da drauf, mach mal ein bisschen Gaffertape dran, fertig. Ja, Kabelbinder. Gaffertape und Kabelbinder. Naja, das ist nochmal so eine kleine Baustelle da unten. Eine kleine, das ist eine ganz coole, eine schöne Baustelle. Naja, die Decke muss auch noch abgehängt werden. Eben drum, ja. Ach, das ist auch noch einiges an Arbeit. Ja. So, zack, zack, zack. Aber da hatte ich dann schon einen Plan, wie du siehst. Na, ist das schon ein Plan oder ist das noch ausprobieren? Nee, das ist schon ein Plan. Ich habe ja dann die Leisten dran gebaut. Da habe ich auch den Winkel schon abgeschnitten. Jetzt halte ich hier mal so ein Balkenstück dran, damit ich mal sehe, wo was wie geht. Wie ich das nachher machen will. Ja, naja, das war jetzt mal ein bisschen. Ein kürzeres Video heute? Ja, kürzer, aber. Ja, ein bisschen. Irgendwie sind wir heute beide noch nicht so richtig auf dem Damm. Aber. Wir leben noch, das ist das Entscheidende. Wir leben noch. Ja, naja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder. Ein Kommentar. Nee, ein Like. Ja, ein Gott, Like. Ey. Und ein Kommentar. Ja. Und ein Abo natürlich, und ein Abo, ja. Falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sind bald bei 5000, Leute. Strengt euch mal ein bisschen an. Ja, wir wollten irgendwas verlosen, wenn wir bei 5000. Hast du irgendwas? Ich muss mal überlegen, was das war, was wir verlosen wollten. Der Corona hat dein Hirn gefressen. Ja, es ist auch so eine Nebenwirkung. Was? Von Corona. Was nicht nur Long-Covid, sondern auch... Was ist eine Nebenwirkung? Das Hirnfressen. Ach so. Das löst sich auf. Okay. Gut, euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ja. Ja, und... Oder steckt euch an und aktiviert euer Immunsystem, ja. Je nachdem, wie ihr es für richtig haltet. Wie ihr wollt. Also, schöne Woche, schönen Sonntag. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.